Wir leben in einer Zeit, in der ganz vielen Ländern der Welt über Denkmäler nachgedacht wird und ein ganz kritischer Umgang mit Personen, die irgendwann mal auf den Sockel gehoben werden und zum Teil wieder runtergeholt werden. In Gelsenkirchen gibt es eine ganz andere, etwas skurrile Situation. Ein Diktator wird nicht vom Sockel geholt, sondern er wird auf den Sockel gestellt. Und zwar vor dem Zentralkomitee der MLPD, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Das ist schwer zu ertragen, dass ein Diktator im 21. Jahrhundert wieder auf einen Sockel gehoben wird und daraus ein Denkmal gemacht wird. Leider haben Gerichte anders entschieden. Wir müssen das hinnehmen, aber wir müssen es nicht kommentarlos akzeptieren. Und deshalb sagen wir ganz deutlich, für ein derartiges rückwärtsgewandtes Geschichtsverständnis, für ein derartig rückwärtsgewandtes Demokratieverständnis haben wir als städtische Gesellschaft kein Verständnis. Und deshalb werden wir deutlich sagen, was wir von einer solchen rückwärtsgewandten, undemokratischen Verherrlichung eines Diktators